Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2 mit dem Gecko-Climber. Wir haben in der letzten Folge die, die Turret-Produktion ein klein wenig, abgeändert, dass wir damit keine Probleme mehr haben. Und jetzt geht es noch ums Neurotoxin und da sind wir jetzt gerade hin unterwegs und kommen gerade an jeder Menge Kartoffelwildwuchs vorbei. So, was haben wir denn hier? Man kann ja nur einen Weg gehen. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Sagtest du und starbst. So, dann wollen wir mal gucken, was hier noch auf uns wartet. Neurotoxin-Source. Ja, das klingt doch gut. Das klingt doch richtig gut, mein Freund. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Ja. Okay, hier. Gut. Okay, da kommt der nächste Ladebildschirm. Und mal schauen, was uns jetzt da hinten erwartet in der Neurotoxin-Produktion. Ich glaube, das könnte uncool werden. Äußerst uncool. Soweit, so einfach. Ich frage mich, warum man sowieso so ein Zeug hier produziert. Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Okay, hoffen wir mal, dass uns unsere Freundin hier nicht findet. Und da oben? Ah ja. Okay, da werden wir über kurz oder lang wahrscheinlich Portale hinschießen müssen. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ob und das ist unser Werk. Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Upsi. Doch. Das tut mir jetzt aber leid. Yippie-ki-yay und so. So. Tun einem ja schon so ein bisschen ich leid. Die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Wo bist du denn? Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Wie wär's mit diesem Nein, Knopf der Plan hier? Ist nicht. Nein, nicht! Wer weiß, was die Taste... Oh! Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Ah, der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Okay. Legen wir los. Ist immer die, wie soll ich anfangen, Phase. Sehr heikel. Also fangen wir an. Ja, ja, ja. Lass die Spiele beginnen. Na schön. Was haben wir denn da? Ah, sehr gut. So, dann haben wir hier einen Laser und mit diesem Computer identifiziert. Kriegst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Was so. Du bist, mach weiter damit. Okay, jetzt müssen wir das Ganze nur noch auf der anderen Seite auch noch mal hinkriegen und dann klappt der ganze Spaß hier. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ah ja. Moment, den müssen wir da hinten machen. Ach, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. Los ist gut. So. Ende im Gelände. So, haben wir es jetzt, mein Freund. Hey. Ich muss hier die ganze Arbeit machen und der streicht das Lob dafür ein. Das ist wieder mal typisch. So, und wie kriegen wir jetzt... Kriegt man den Schmottern doch irgendwie anders hin? Ah, Moment. Oh, da muss ich ganz unten noch einen... Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Ja. Warte. Das war nicht gut. Der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Kumpel, wie wär's mit Tür aufmachen?
Ja, hoppala. Okay, alles klar. Das klingt doch fast so, als würde es schon gegen Ende gehen. Heieieiei. Ich bin gespannt. So. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Da stehen unheimlich viele Turrets rum. Oder? Sind das Turrets? Oder sind das diese? Das ist diese hier. Wir sehen nur die Oberfläche. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird sie umhauen. Warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Ah, huh? Das ist die falsche Richtung. Wo willst du? Oh, na klasse. Das war doch klar, dass der sich drückt. Und wir dürfen wieder die ganze Arbeit machen. Wie war doch schon immer so. Ach je. Gott gib ihnen Hände. So, toll. Jetzt ist es an uns. Boah, ist das ein Riesenladen. Ich hab Angst. So, und wie soll man jetzt da irgendwo hin? Ah, das sieht gut aus. Klar, das Emergency Shutdown and Cake Dispensary. Keep unlocked. Hey, das klingt doch richtig gut. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Ist ja gut. So. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Ich kann nichts machen. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Was? Aber im Ernst, mach's gut. Oh, ich kann das. Das ist meine Chance. Das ist nicht gut. Oh, nicht so wieder. Okay. Okay. Du warst beschäftigt. Ja, ich war beschäftigt. Wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hey! Oh, hallöle! Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Wir machen einfach, was da steht. Schließ mich an. Schließ ich soll den anschließen. Kleinen Blödmann bloß nicht bei mir an. Oh doch, das schließt den kleinen Blödmann an. Nicht. Na gut. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein. Oh ja. Nein. Doch. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Hol mich raus. Außer ein Hardmitarbeiter ist vor Ort, um die Handauflösungstaste zu drücken. Ich würde dich gern. Lass mich drin. Drück einfach drauf. Tu es nicht. Ja, los, mach es. Drück nicht den Knopf, du weißt nicht, was du tust. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. So. Gelöst. So, haben wir es jetzt. Zurück zur Kernstation.
Warte, und wenn das wehtut, wenn das richtig wehtut? Oh, daran habe ich nicht gedacht. Na komm, das... Glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Wieso habe ich ein... Hände weg von mir. Nein, stopp, nein! Nein, nein! So. Tschüssikowski! Och, ich will gern reingucken. Was machen die denn mit dir da? Yay! Schau dir das an, nicht schlecht, was? Riesiger Roboter, gewaltig. Bin ich nicht furchteinflößend? Du bist... Oh, ja, der Fahrstuhl, den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, kommt. So. Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Moment, da fällt mir was ein. Wie soll ich denn da reinkommen, so riesig wie ich bin? Ich hab's. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper in den Fahrstuhl, wenn du an mir vorbeikommst. Genial. Perfekt. Das Problem sind dann nur die rumfliegenden Glasscherben, wenn ich in den Lift geschossen komme. Eventuell bleibt der Fahrstuhl stehen, wenn ich mich hier raus entferne. Dann hängen wir in einem kaputten Fahrstuhl voller Glasscherben 15 Meter über den Boden. Ach komm, steig einfach ein und die Details ergeben sich, wenn es soweit ist. Na gut, wenn du es sagst, dann wollen wir das doch gleich mal tun. Und ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Komm jetzt nicht auf dumme Gedanken, Mensch. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Was? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war Hey! Das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Bitte? Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Meinetwegen, aber sei doch nett zu mir. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Hirn festgesetzt und einen Endlosstrang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, du lügst. Du bist der Tumor. Du bist kein normaler Schwachkopf. Du wurdest so konzipiert. Ich bin kein Schwachkopf! Hey! Du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen wollte. Langsam. Na, was sagst du jetzt? Wer ist hier der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Tumor Hey! Hey! Mann! Oh, scheiße. Das konnte ja nur schief gehen. Toll. Ui. Der Sturz. Hallo. Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Da wir scheinbar nicht weiterkommen, das heißt, wir kommen weiter, mit entsetzlicher Geschwindigkeit, aber da uns sonst nichts beschäftigt, hier einige Fakten. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln.
Und du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Tja, weil gut, du mich... Nur für den Fall, dass dieses Loch doch nicht unendlich ist, könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Na komm, ich halte dich mal fest. Nee? Willst du nicht? Hoppala! Nee! So. Tja. Toll. Wie fühlt man sich so vom Supercomputer zur Kartoffel? Oh, jemine, dass unser Kumpel hier gleich so abdrehen würde. Junge, Junge, Junge. So. Hey. Hey. Mach... Nein, nein. So, da sind wir wieder. Ganz am Ende. Ja. Toll. An der Gehirn von der Größe eines Planeten. Und sie ist nur eine Kartoffel. Mai. Nee, ich glaube, das war jetzt etwas komisch. Wo sind wir jetzt eigentlich? Sind wir draußen? Ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwie zu einfach war. So. Okay, da können wir ein Portal hinsetzen. Wo können wir denn das andere hin? Ups. Nein. Nein. Können wir denn hier irgendwo irgendwie... ich möchte hier nur irgendwie raus, wenn es geht. Ja, sieht... nicht so wirklich... Moment, klappt das da? Nee. Ich brauche irgendeine Wand, an der ich ein Portal festmachen kann. Ah, nehmen wir mal die da hinten. So, sieht doch ganz gut aus. So, dann das nächste nach da oben. So, gut. Tja, ich frage mich immer noch, wo das ganze Licht herkommt. Ob wir jetzt wirklich draußen sind oder... Ach je. Ich glaube, wir hätten hier nicht sein sollen. Wir hätten das nicht tun sollen, aber... Ach... Nee, da kein Portal hin. Wo könnte ich denn dir hier... Da auch nicht. Ah, da oben. So. Gut. Gut, 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 gut. So, und jetzt müssen wir hier runter und geradeaus weiter. Och, Mann. Der olle Computer da, der geht mir echt auf den Keks. Okay. Nee, das ist nicht. Da ist auch nichts mehr. Boah. Keep out. Do not enter. Do not enter. Condemned testing area. Ach, noch mehr Tests. Ruhe. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wie wir da... Ah, da müssen wir rein. Nee.
würde jetzt gerne mal was sehen. Oder müssen wir hier oben dann rum? Ach, jeder hat mal gedacht, man hätte es schon geschafft und dann sowas hier. Ah, ja. So. Gut. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir noch irgendwie runter auf Ground Level kommen. Zum Beispiel hier. Und dann würde ich fast sagen, wir, ja, schauen dann mal in der nächsten Folge, dass wir unseren Kumpel hier irgendwie wieder dazu kriegen, dass er, ja, sich ordentlich benimmt. Was steht denn hier noch? This enrichment shaft may contain unsafe quantities of cosmic rays. Spallation Elements, alles klar. Keep out, do not enter. Na, da gehen wir bei der nächsten Folge dann hin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!